Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, wir kommen nun, nachdem wir vorhin die Einführung über die gesamte Offenbarung gemacht haben, zu Offenbarung Jesu Christi Kapitel 1. Es ist auf bibelkreis.ch. Da gehen wir zu Begriffserklärungen, dann O wie Offenbarung. Und dann nehmen wir dieses Offenbarung 1, das zweite Kommen Christi. Das Pfeil wird ja wieder am Schluss veröffentlicht, nur einige Stichpunkte daraus. Die Offenbarung Jesu Christi. Das Neue Testament beginnt mit 4 Evangelien, die vom ersten Kommen Christi erzählen. Die Offenbarung schließt das Neue Testament mit dem Thema des zweiten Kommen Christi in Macht und Herrlichkeit ab. Innerhalb der Grenzen des Buches werden das zweite Kommen Christi und die Jahre unmittelbar davor deutlicher offenbart als in jedem anderen Buch. Aber die Offenbarung nimmt Bezug auf alle anderen Bücher. Das heißt, wir müssen alle anderen Bücher gelesen haben. Das ist eine unabdingbare Voraussetzung. Dann hier einige technische Hinweise über Allegorie, Allegorese, Präterismus, die verschiedenen Ansatzpunkte, wie man etwas auslegen kann oder wie es ausgelegt wurde. Dann über den Schreiber. Johannes war der Schreiber. Der Herr Jesus als Mensch war der Empfänger. Er hat es von Gott bekommen und als Mensch erhalten. Und da sind wir in Offenbarung Kapitel 1, Vers 1. Dann die 7-Zahl bei der Offenbarung, also die Aufbau ist immer in, vielfach in 7. 7 ist keine Glückszahl oder so, sondern es ist eine Charakterzahl. Eine Charakterzahl kann man zusammensetzen. 4 Welt, 3 Gott, 4 und 3 die Vereinigung von Gottes Gedanken über seine Welt. Dann sehen wir der treue Zeuge. Die Beifügung der Treue zeigt den deutlichen Gegensatz zu allen früheren Zeugen Gottes. Auf ihrem Weg wurde häufig Scheitern und Schiffbruch gefunden. Christus allein ging seinen einsamen Weg über diese Erde in permanenter Hingabe an Gott, ohne eine Unterbrechung oder einen Fehler, stets seinem Gott geweiht. Er ist der vollkommene Mensch. Er ist der Mensch vom Himmel. Er ist derjenige, der Gott und Mensch ist. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, auf dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Zweitens, der Erstgeborene der Toten. Erstgeborene ist hier ein Titel. Ein Titel, er ist nicht zuerst geboren, sondern erst, also der Höchste, der Beste, Erstgeborene. Das ist ein Titel. Drittens, der Fürst der Könige der Erde. Und so weiter. Und das jetzt einmal durchlesen und dann haben wir den Sinn und den Zweck des ersten Kapitels einigermaßen überblickmäßig erfasst.